Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr vielleicht sehen könnt, steht oben in der Ecke Werbevideo, weil dieses Video in Kooperation mit Color Before entsteht. Wenn ihr noch nicht wisst, was Color Before ist, werdet ihr es in diesem Video auf jeden Fall lernen. Ich kenne die Marke schon länger und benutze das auch öfter, weil wie ihr wisst, ich hab's nicht so mit Haarfarben und bei einer bleiben vor allem. Ich wechsle da ganz gerne und Color Before hilft einem ziemlich gut, die Haarfarbe rauszubekommen, die man drin hat. Also es ist ohne Ammoniak, ohne Peroxid, also nicht so schädlich für die Haare, als wenn ihr jetzt einen Farbabzug macht, einen chemischen, oder ihr wirklich die Haare blondiert und die schrottet. Deshalb ist es die geilste Möglichkeit. In diesem Video, wie ihr es wahrscheinlich euch erahnen könnt, geht es darum, mal wieder ein bisschen mit meinen Haaren anzustellen. Ich habe jetzt letztens, auch als ich erkältet war schon und krank war, habe ich meine Haare grün gefärbt. Die waren ja vorher so grau. Und ich habe sie grün getönt, weil ich dachte, ja, ich brauche eine andere Farbe. Die hat mich genervt. Leider nervt mich das Grün irgendwie auch. Ja. Ich werde jetzt mit dem Color Before Extra meine Haare behandeln und meine Haarfarbe aus den Haaren rausziehen, weil ich vorhabe, eine andere Haarfarbe zu färben. Ich würde sagen, wir schauen uns einmal die Verpackungsbeilage an und gehen das nochmal ganz kurz zusammen durch, wie man das anwendet, weil es besser ist, das nochmal im Vorhinein zu lesen, um das dann vernünftig zu machen. Also, als erstes fangen wir an, indem wir Komponente A, das ist das Graue hier, und Komponente B, das ist die große Flasche, die schütten wir zusammen und schütteln das gut. Dabei auf jeden Fall Handschuhe anziehen, da sind auch Handschuhe mitgeliefert. Ich benutze da immer extra welche, die ich halt da habe, weil ich habe eine Menge Handschuhe zum Färben. Und das wird da reingemixt, gut geschüttelt. Und dann fangt ihr an, dieses Produkt, das ist quasi der Haarfarbenentferner, in eure Haare einzuarbeiten. Dabei ist es wichtig, dass ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie so dunkle Haare habt wie ich, fangt lieber von unten an, weil die Haare unten immer ein bisschen länger brauchen als die am Kopf. Oben, also erstmal hochklemmen, unten anfangen, das einzuarbeiten, dann den Rest oben richtig doll gut einarbeiten, abteilen. Und das muss wirklich, also diese Menge, diese eine Packung reicht bei meiner Haarlänge easy. Wenn ihr längere Haare habt, auf jeden Fall zwei Packungen nehmen. Bei dem Zeugs ist es echt wichtig, dass ihr das wirklich komplett die Haare sättigt. Also es muss richtig nass, alles muss irgendwie Haarfarbe abbekommen haben. So richtig doll. Weil wenn ihr eine Stelle auslasst, ich hatte das glaube ich einmal, habe ich meine Haare so nach hinten gemacht und habe hier vorne so einen kleinen Fleck vergessen. Und der war dann grün und alles andere war blond. Sah super aus. Also auf jeden Fall gut darauf achten, dass ihr wirklich jedes Fitzelchen in euren Haaren trefft und das richtig doll nass ist und auch gut so einarbeiten, dass es wirklich auch keine Flecken gibt. Ja, wenn wir dann unsere Haare komplett eingeklatscht haben mit dem Zeug und die nass sind, dann nehmen wir uns die, stecken die ein bisschen hoch, wenn ihr jetzt viele Haare habt. Ich kann meine einfach an den Kopf klatschen und die halten, das macht es ganz praktisch. Und ihr nehmt am besten so eine Klarsichtfolie, also keine Klarsichtfolie, sondern Plastikfolie. Ja, gibt es dafür eine Einwegfolie? Halt so eine Küchenfolie. Ich überlege gerade, ob es für Küchenfolie, für diese Plastikfolie, ob es dann eine Frischhaltefolie. Ja, genau. Dann nehmt ihr Frischhaltefolie und wickelt die um euren Kopf, sodass möglichst alle Haare, also auch hinten gucken, dass es nicht zu doll hochrutscht, unter dieser Plastikfolie sind. Weil durch diese Plastikfolie und weil die Haare an eurem Kopf liegen, entsteht Wärme. Ich mache das sogar manchmal noch, dass ich ein bisschen noch irgendwie eine Mütze oder so aufsetze. Also irgendeine alte, die ich nicht so brauche. Und das dann auf dem Kopf lassen, weil Wärme unterstützt diesen Prozess, den der Farbentferner durchführt auf dem Kopf. Und deshalb ist es sehr ratsam, wenn ihr den warm haltet, den Kopf. Ja, dann lasst ihr das Ganze 60 Minuten einwirken und nach 60 Minuten geht es dann ans Ausspülen. Da wird es ein bisschen tricky, weil ein bisschen langatmig, weil ihr das Zeug wirklich gut aus euren Haaren rausbekommen müsst. Also bei meinen kurzen Haaren fangt ihr dann an, das 5 Minuten, wirklich 5 Minuten auszuwaschen. Wenn ihr wirklich lange, dicke Haare habt, dann lieber 10 Minuten. Einfach nur auswaschen, auswaschen, auswaschen mit warmem Wasser, dass wirklich komplett alles irgendwie rauskommt. Dann nehmt ihr von dieser Komponente C die Hälfte dieser Packung und schäumt damit eure Haare auf. Und wascht das wieder aus
weitere 5 Minuten lang die Haare spülen, also oder 10, je nachdem, aber 5 Minuten sollten beim zweiten Mal reichen, auch wenn ihr längere Haare habt. Dann nehmt ihr nochmal den zweiten Teil von dieser Schutzbehandlung, also quasi ihr wascht damit zweimal die Haare und spült zwischendrin 5 Minuten und dann könnt ihr das trocknen lassen und dann seht ihr, wie toll eure Haarfarbe rausgegangen ist und ja, ab dem Moment könnt ihr da auch drüber färben. Aber ja, es ist wichtig, dass ihr diesen Prozess nicht vernachlässigt, weil wenn ihr das nicht komplett rauswascht und nicht diese Schutzbehandlung macht, dann wird es sehr, sehr, sehr fleckig, wenn ihr danach versucht, drüber zu tönen. Deshalb das. Und ich habe mir für heute überlegt, ich werde heute nur die Haarfarbe entfernen und das Färben, das neue Tönen machen wir morgen. So, meine Lieben, wir haben jetzt den nächsten Tag und ja, so sehen meine Haare aus, nachdem ich Color Before einmal benutzt habe. Also ich habe ja dieses Extra benutzt und ja, es ist immer noch ziemlich grün, wie wir sehen können. Was aber kein Wunder ist, weil ich habe dieses Grün ein paar Mal mehr drauf getönt und das war schon sehr, sehr lange in den Haaren und dadurch ist es dann ein bisschen schwieriger. Also ich habe immer noch von vor ein paar Monaten grüne Reste in den Haaren und habe immer wieder grün drauf und verschiedene Farben. Also ich habe das auch nicht erwartet, dass es jetzt von Anfang an irgendwie blond wird. Ich habe mir jetzt noch eine Verpackung gekauft und werde mir das nochmal auf die Haare klatschen, weil bei dem habe ich jetzt nie das Gefühl gehabt, dass ich das nicht zweimal hintereinander machen kann, weil es eben nicht wie eine Blondierung ist und dadurch meine Haare nicht komplett schrotet. Ja, kann man das, glaube ich, schon mal machen. So eine blaue und die ist halt Color Before Frequent Use, also wenn man sie sehr oft benutzt, bietet es sich an, das Ding zu benutzen. Da ist ein als extra noch eine Pflegespülung mit drin, die man dann auch noch als Zusatz, nachdem man diese sehr langen Spülprozesse und das Shampoonieren gemacht hat, hat man dann am Ende noch eine reichhaltige Pflege, die halt auch nochmal raufkommt, einwirkt und wieder ausgespült wird. Und ja, das werde ich mir jetzt nochmal auf die Haare klatschen. Genau das gleiche wie gestern. Und dann gucken wir mal, was noch zweimal Color Before rauskommt, ob die dann halbwegs bisschen blond sind, wenigstens ein bisschen. Wäre schon gut, wenn die nochmal ein gutes Stückchen heller werden würden. Das Grün muss noch ein bisschen raus. So, also so sehen meine Haare jetzt aus, nachdem ich sie nochmal mit Color Before behandelt habe. Also sie sind auf jeden Fall nochmal ein kleines Stück heller geworden. Ich glaube, diese Reste kriege ich jetzt erstmal nicht mehr so gut raus, weil ich bin der Meinung, da müsste auch noch ein bisschen Rest von Elumen drin sein. Und für Elumen funktioniert das, glaube ich, nicht so gut. Es ist noch so ein sehr mintiges Mint. Hat so ein Touch bläuliches, aber auch irgendwie noch ein bisschen grünliches. Bläulich würde mir jetzt gar keine Sorgen bereiten. Grünlich ist ein bisschen, ja, ungünstig, weil es halt mit dem Lila und Grün bin ich mir nicht sicher, wie das dann kombiniert wirkt. Wir machen es einfach. Ich meine, meine letzten Haarexperimente sind ja quasi immer nur gut gegangen. Es kann ja also nur gut gehen. Ich bin da optimistisch. Der Optimismus ist immer der erste Schritt in ein richtig gutes Ergebnis. So, ich zeige euch mal die Haarfarben. Als erstes haben wir dreierlei Directions. Zum einen habe ich Plum. Dann habe ich einmal Dark Tulip. Dann habe ich einmal Cerise. Dann habe ich jetzt gerade noch gesehen bei Rossmann, dieses von Isana. X und Shade und die habe ich noch nie gesehen und die Eigenmarke von Rossmann ist tierversuchsfrei und deswegen dachte ich, ich probiere das mal aus und mische das auch mit rein. Passion Purple heißt es, ist halt auch so ein Lila. So ein, ja, Spülungszeug, einfach nur zum Mischen. Also ich glaube, da werde ich auch nur ein bisschen reinmachen, nur dass ich halt genug habe für meinen Kopf und für meine Extensions von den Farben und dann schauen wir mal, wie mein Endergebnis wird. Also ich glaube, das sieht ziemlich gut aus. So, meine Lieben, das ist jetzt meine fertige Haarfarbe. Leider sieht die in dem Licht nicht so geil aus wie in echt. Ich guck mal, ob ich vielleicht irgendwie morgen oder so noch ein Bild hinbekomme mit ein bisschen mehr so Sonnenlicht oder so. Ich guck mal, vielleicht kann ich das auch mit meinem Handyblitz. Ja, also die schimmern halt echt mega geil lila. Und hier in den Spitzen ist es ein kleines bisschen pinker.
Also eigentlich ist es schöner als das. Also es ist auf jeden Fall gut dunkel geworden, was aber, glaube ich, auch notwendig war, einfach um alles so ein bisschen irgendwie zu überdecken. Aber ich finde die Farbe total schön. Ich hatte ewig keine lilanen Haare mehr und bin jetzt voll happy, dass ich das von diesem Grün auf das Lila geschafft habe. Ich wollte noch ein paar Sachen zu Color Before sagen. Ich habe ja jetzt beim zweiten Mal dieses Frequent Use Ding genommen, was ich tatsächlich viel besser finde wegen diesem Pflege-Conditioner, der da noch dabei ist. Der hat meine Haare echt richtig doll weich gemacht, weil ich glaube, dieses Shampoo ist so ähnlich wie ein Reinigungsshampoo, was, mit dem man sich danach zweimal die Haare shampooniert. Und das macht die Haare so sehr stumpf. Also sie sind nicht weich, trocken, kaputt, aber so stumpf. Und dadurch war dieses mit dieser Pflegespülung um einiges besser, angenehmer und hat halt alles so schön geschmeidig gemacht und gut kennbar, was ich total toll fand. Ja, es hat so funktioniert, wie ich wollte. Gut, es hätte noch viel mehr rausgehen können, aber wie gesagt, ich habe halt auch ein bisschen mit Illumengrün gefärbt vor einer Weile und ich glaube, das geht halt nicht so gut damit raus. Sonst ist es nämlich eigentlich so, dass alle Tönungen, die ihr so in euren Haaren habt, damit so gut wie vollständig rausgehen und ihr dann die Haarfarbe bekommt, die ihr drunter hattet. Also ich in dem Fall was Helles, Blondes. Wenn ihr jetzt zum Beispiel brunett wart und eine schwarze Tönung drüber gemacht habt oder euch mit Directions Ebony irgendwas Dunkles drüber geknallt habt und ihr wollt, dass es rausgeht, könnt ihr das auch benutzen, das Color Before, und dann geht das wieder zurück zu eurer Naturhaarfarbe, also zu der Haarfarbe, die ihr drunter habt. Wenn ihr sie blondiert habt und sie sind blond, dann macht ihr irgendwas drüber und benutzt es, dann geht es immer zu dem Stadium, wie euer eigentliches Haar gerade ist. Also ihr kriegt jetzt nicht, wenn ihr blondierte Haare habt, auf einmal naturbraun, weil ihr mal naturbraun wart, weil blondiert ist blondiert, dann bleiben die Haare blond. Aber ihr könnt halt die Farbe rausziehen und so eine Haarveränderung vornehmen, wenn ihr mal Bock habt, eure Haarfarbe zu ändern. Und dafür finde ich die Marke echt genial, weil, yay, man kann einfach so seine Haare ändern und es macht die Haare nicht so kaputt, als wenn ihr sie totblondiert, um die Farbe wieder rauszubekommen. Und das dann regelmäßig ist nicht so gut für die Haare. Und da meine jetzt gerade wachsen und ein bisschen gedeihen sollen, bin ich da sehr zufrieden mit, dass ich die jetzt nicht zerstört habe. Und die wunderschön lila sind und jetzt leuchte ich schön in der Sonne, wenn die Sonne rauf scheint, wie ein lilaner Stein. Gibt es lilane Diamanten? Ich wüsste jetzt gerade nicht, wie die heißen. Auf jeden Fall fühle ich mich wie ein lilaner Diamant. Wie diese kleinen Kristalle. Diese in diesem. Ja, ist ja auch egal. Jedenfalls ist es schön. Und ja, ich danke euch fürs Zusehen und ich hoffe, das hat euch gefallen. Es ist leider nicht schief gegangen, weil manche, glaube ich, freuen sich, wenn sie sehen, dass bei mir irgendwas schief geht. Für mich ist es ein sehr erfolgreiches Erlebnis. Ich bin sehr froh und sehr happy mit meiner Haarfarbe und finde meine lilanen Augenbrauen ziemlich fancy. Auch wenn das wahrscheinlich nicht jedermanns Sache ist, aber ich finde die Augenbrauen zu den Haaren zu matchen ziemlich cool. Ja, und jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr das seht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und danke nochmal an Color Before, dass ihr dieses Video gesponsert habt. Ich habe eure Marke sehr, sehr gerne benutzt und finde es sehr super und habe das halt schon früher benutzt. Demzufolge finde ich es total genial, dass da eine Kooperation zustande gekommen ist. Bis dahin, meine Lieben, passt sehr, sehr gut auf euch auf und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin, ciao!